auch heute mal herzlich willkommen wieder bei mir auf meinem Kanal. Wir schauen uns mal heute an, habe ich mir so Entschuldigung, überlegt. Wir machen mal so ein Video, vielleicht machen wir mal ein Video drüber, was so im April, Mai bei mir auf meinem Kanal so passiert ist. Die Projekte so ein bisschen zusammengefasst, alle drüber, weil das ist auch mal ein schöner Einblick für neue Zuschauer, die bei mir auf meinem Kanal landen, um zu schauen, wie jetzt die Lage ist und das Update, wie weit ich bin mit allem drum und dran. Und das jetzt zieht mir immer meinen Rechner nach vorne, einfach mal so ein bisschen, manche Sachen dokumentiere ich einfach und manche Sachen lasse ich dann einfach laufen, weil ich dann dort ja auch schon vertont hatte, wo ich den Teil hochgeladen habe. Und dann los. Ja, hier sehen wir jetzt noch den Teich, so fängt der ganze April an. Ist natürlich immer eine Menge Arbeit, das ist, wie gesagt, der Teich Bachlauffilter, wenn man so sagen muss, ist ungefähr einen Meter tief mit Kies aufgeschüttet. Hier sehen wir nochmal die 3-Kammer-Filter. Es wird nicht zwangsgefiltert, läuft also locker durch das Wasser dort. Und ich hatte auch bis jetzt noch keine Algen im Becken gehabt, so war jetzt der Stand gewesen im Juni. Anfang Juni sind wir ja jetzt und ich hoffe, bleibt auch so weiter, aber brauche auch nicht mit UV was klären und die Filter, das läuft auch nicht den ganzen Tag, der Filter, der geht mittags an und ungefähr 6 Stunden am Tag läuft der durch und das reicht komplett aus, um meinen großen Teich damit zu filtern. Hauptsächlich dann um biologisches Gleichgewicht herzustellen, dass dort nicht so viele Nährstoffe sind, dass mir dort halt das Ganze veralbt. Ne? Da wird natürlich immer so ein bisschen geprüft nach dem Winter, im April, ob die ganze Sache auch läuft. Dichtung guckt, ob die ersetzt werden müssen. Denn ein bisschen Laub wird rausgeholt. Etwas Laub lasse ich immer im Becken drin. Ich habe zwar einen Teichsauger, den benutze ich aber alle 2 Jahre, weil ich immer gerne ein bisschen Mulden unten im Becken lasse, Teich lasse. Mit Kies habe ich den Teich unten nicht gefüllt. Hat seinen ganz normalen Grund, wenn man doch irgendwann muss man absaugen und dann habe ich den ganzen Kies im Sauer drin. Also deswegen lasse ich es so, wie es ist, ohne Kies gefüllt, denn dort werdet jetzt nicht so produktiv, wenn ich da Kies unten eingefüllt hätte. Denn mittlerweile habe ich ja jetzt schon den habe ich 10. Ich hoffe, man sieht es. Ich muss jetzt aber erstmal die Pulle daran schließen. Brenner. Also eine Mietwohnung durfte das halt nicht machen, weil das zeigt euch gleich oder nicht auf dem Balkon. Ich sag's lieber, nimmt also keine Haftung für. Muss ja da selber entscheiden, ob man macht oder nicht macht. Da muss man natürlich vorsichtige Maßnahmen haben, so ein bisschen Dingerarbeit macht man schon jahrelang. Und die Technik, jetzt hier mache, ist ja auch nicht allzu unbekannt. So haben die alten Wikinger oder Schiffsbauer von früher, die sie angefangen haben, Schiff zu teeren und Teer zu bearbeiten, die Rümpfe oder Pech war das ja teilweise, Teer war Pech. Daher kommt ja der Ausdruck, dass Pech gehabt, ist auch ein Werkstoff gewesen. Früher und so haben sie halt die Schiffsrümpfe konserviert. Ne? So, jetzt brauche ich noch das gute Zeug Feuerle. Einmal Feuerchen. Ja, bei meinem Kanal, da seid ihr live dabei, sag ich immer. Live ist unterschiedlich, aber kommt vielleicht noch live. Da müsste ich es aber mal alles abends machen. Bringt ja nicht, wenn ihr nicht zu Hause seid und euch nicht angucken könnt. Ne? Ja, da ist noch in Ordnung der Brenner. Muss ich mal. Ja, wir fangen jetzt so an, so leicht abflammen. Soll nicht brennen. Ja, mal gucken, seht ihr das? So. Ein bisschen regeln das Ganze. Traut hier nicht hin. Ich
Okay, dann fangen wir mal an. Jetzt kann ich ja noch den Originalton nehmen, was ich heute halt vorhabe. Aber wir fangen erstmal an, was ich heute schon gemacht habe. So, das heißt, ich habe mich doch entschieden, hier die Abdeckung abzumachen. Das war ja mal das Becken gewesen, was ich isoliert hatte, wegen hier unten zu betreiben. Aber dann mehr oder weniger, hier seht ihr gleich hier von der Feige eine Frucht. Ach, Feige, Entschuldigung. Von den Kaktus hier eine Frucht, der von der es wahrscheinlich abgefallen ist. Oh, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Manchmal ist das so, die Danke wieder mitgespielt hat, aber ist egal. Ja, okay. Ah, nee, wir machen aber hier weiter. Hatte ich jetzt erstmal sauber gemacht gehabt. Dann hat sich so ja hier eine Nacktschnecke versteckt drin. Die halt rausgesetzt wieder. Und da ist ja noch eine Schnecke drin. Ja, eine kleine, also ja. Denn wir wollen ja hier raus jetzt ein Biotopbecken machen. Also ein filterloses Becken. Lass das die Schneckchen weg mal hier hinsetzen. Das habe ich heute gemacht, sauber gemacht. Jetzt gehe ich gleich raus mit euch und zwar zum Bachlauf. Der ist zwar noch nicht vorbereitet. Und da ist meine Überlegung, dass ich da so ein bisschen paar Pflänzlein mit rausnehme. Und dann müssen wir gucken, wenn die wachsen, dann kann ich auch euch die genaue Bezeichnung sagen, was das hier für eine Pflanze ist. Na, wir werden gucken, was ich da drin habe. Ob ich hier noch eine Seerose mit reinsetze, mit rübersetze, weiß ich nicht. Muss ich gucken. Na, also da kann ich noch nicht viel versprechen. Ich muss da gucken, was ich da so ein bisschen an Pflanzen noch habe. Ja, dann habe ich hier die Orange Sakura. Da bin ich beim Rausselektieren und zwar habe ich da Orange-Rilli-Garnelen paar drin. Und mit denen möchte ich weiter zwischen. Die habe ich schon gestern reingesetzt. Ich zeige euch mal das hier. Das eine drin. Die hat auch eine perfekte Farbe zum Weiterzüchten. Und ich hoffe, dass der Stamm dichtet, denn hier guckt euch an. Da ist schön Orange-Rilli. Muster drauf, kann gleich so ein leichtes Tigermuster ist auch mit drauf. Holt euch mal so ein bisschen näher ran. Ja, das ist immer, da haben wir noch eine kleine, da kann man es vielleicht noch genauer sehen. Und das ist halt interessant hier wieder mal. Oh, wo ist die denn? Wo haben wir sie denn? Wo ist sie denn? Ja, gut, ist die so. Ja, mit dem Handy kann man mal ganz schön besser fast ranzoomen als mit der Kamera. Denn die Kamera, die Kabel, die ist mehr für den Zoom im, also Zoom im Weiten zum Ranholen gedacht. Ja, der schwarze Strich da, weiß ich nicht, ob das jetzt normal ist bei allen oder ob das jetzt mit reingezüchtet ist hier oder in mich reingezüchtet, kann ich ja in dem Fall ja nicht sagen. Ich nenne es einfach mal, ich hoffe, dass es auch dicht ist. Jetzt mache ich die Äste rein, die ich ja beim letzten Video, das Abflamm-Video gemacht habe. Mal so ein bisschen gucken. Die sollen da drinnen. Das ist natürlich nicht gerade schön hier mit der Spiegelung. Das heißt, ich werde höchstwahrscheinlich mal abends filmen und vielleicht mache ich ja so eine kleine USB-Lampe dann drauf, dass man dann hier so ein bisschen mehr sieht. Ihr seht das mit dem Moos. Mal gucken, ob was das wird. Die Wasserpflanzen weiß ich effektiv, dass die was werden und dass die nachher richtig schön so aussehen. Gesagt. Oh, sieht man das ja nicht. Okay. Oh. Ist ja so gesagt bei Blutolivenbecken. Man sieht so ein bisschen ein paar Tiere. Und da habe ich mir so überlegt, da wollte ich mir so gesagt einen zweiten Stamm noch anschaffen oder Selektionsstamm, wo ich noch besonders schöne Tiere dann extra reinsetze und die dann irgendwann mal bei mir zur Abgabe bereitstehen. Mal gucken wir hier. Das gehört auch dazu. Motorsportveranstaltung haben wir wieder. Motocross. Das gehört einfach dazu. Das ist ja auch noch ein Hobby von mir. Motocross. Ja, und da fing ich dann noch an. Das war glaube ich auch noch Mai. Man sieht die Mütze noch auf. Das war jetzt Vorbereitung auf das neue Becken im Keller. Da seht ihr auch im Hintergrund schon, die Olivenbäume sind schon draußen alle, die sind ja so gesagt bedingt so ein bisschen frosthart.
So, meine Aquaristik-Freunde. Aber ja, hier die Schöbrettchen, die wollen wir drehen. Passend, so wie es sein muss. Das Ganze. Und dann wollen wir mal gucken, ob das hier passt. Da so ein bisschen rein, das war ein 30er Becken, so klein wie so ein Grundbecken. Für Garnelen ist das optimal. Fische ist natürlich dementsprechend zu klein. Ne? Da piept da irgendwas, keine Ahnung warum das jetzt der piept. Naja, so ein kleiner Ton, der piept, weil ich jetzt vorgespult habe, ein bisschen. Ich hoffe, dass ich das denn irgendwo vielleicht. Das wollte ich euch jetzt mal zeigen. Hier, so sieht die Anlage aus, wenn die Blenden alle dran sind. Ich mache ja normalerweise immer die Blenden ab, wenn ich hier arbeite oder filme. Aber jetzt wollte ich euch das mal zeigen, meine neuen Zuschauer. Und das wird hier alles noch verblendet. Hier das Ganze, dass das alles so seine Ordnung hat. Also spätestens 7 Jahre wollte ich hier mit fertig werden. Dann gehe ich nämlich auf Rente. 7 Jahre ist gut gesagt, ja, fast 7 Jahre, ein bisschen mehr als 7 Jahre. Dann gehe ich auf Rente. Ich hoffe, dass man dann auf Rente gehen kann. Und dann wollte ich hier eigentlich fertig sein mit der Anlage. Ne? Und solange wird es vergrößert, Garnelen gezüchtet, Garnelen vermehrt. Und dann wollte ich eigentlich mit den ganzen Sachen hier an Garnelen nur noch mich um die Vermehrung kümmern. Meine Stammstämme haben in der Richtung und mich dann halt nur noch auf die Zucht konzentrieren, auf meine Tiere und dann halt jetzt, was im Anlauf ist, was wir jetzt einen Augenblick im Anlauf haben, das ist ja dann die Vermehrung oder Zucht. Vermehrung kann man ja, man vermehrt ja die Pflanzen. Wasserpflanzen, ja, und hier ist ja dann die Optik hier von denen. Die gleiche Optik kommt oben auch ran noch, aber ihr wisst ja, wenn ich hier filme, ich mache es immer ab, weil ich ja währenddessen dann arbeite dran. Und ich habe es jetzt am Tag nicht dran gemacht, oft auf den einfachen Grunde, weil ich ja hier dann Pflanzen habe. Und die Pflanzen nutze ich dann für mein, was soll ich sagen? Ja, für die aus dem Garten hier halt. Ne? Hier ist ja dort das typische Mischmaschbecken. Das ist nicht so viel. Krebse habe ich auch, aber züchte sie nicht mehr. Wenn da Kalbjunge bei sind, sind welche mit bei. Aber so wie ich es jetzt ja einen Augenblick halte, habe ich hier noch Garnelen drin. Und ich möchte sie effektiv nicht vermehren. Und im Augenblick habe ich das so hingekriegt, dass sie so die Vermehrung so eingestellt haben, wie eine Natur ist. Da ich ja die Möglichkeit hier im Keller habe, die Temperatur runterzufahren. Dann haben wir hier eine Beckentemperatur ungefähr 14 Grad. Und dann haben sie so ein bisschen die Vermehrung eingestellt. Also, ich finde sie zwar schön, die Florida-Krebse, aber sind Räuber. Wenn man einen hält, das hat funktioniert bei mir oben im Becken mit den Pflanzen. Aber sobald die dann pärchenweise sind oder sich vermehren, ist das nicht schön. So sieht es aus. Hier werden irgendwann mal später mal, aber ich weiß nicht, ob die sich weiter jetzt hier vermehren oder Nachwuchs sind, falls keine mehr da sind. Irgendwann mal, dann kommen hier vielleicht so Fächergarnelen rein oder ein richtiger Bachlauf. Ich weiß es noch nicht, in welche Richtung wir da hier gehen, aber ist halt schön. Ich mag die Tiere. Vielleicht werde ich so auch mal eine andere Krebsart nehmen. Ich weiß doch ja nicht, ich glaube, die stehen mittlerweile auf der Liste, dass man sie überhaupt gar nicht mehr züchten bzw. abgehen kann. Also weiß ich nicht. Also, da habe ich mir noch nicht so einen Kopf drum gemacht. Da sind die Mütter, streiten sich immer noch drüber, glaube ich, bei den Florida-Krebse. Aber vielleicht gebe ich mal ein, zwei ab, wenn ich klein habe auf Anfrage, aber ich will jetzt da kein Wesen drüber. Da liegt selber Marke. Hier gebe ich die auf Pärchenweise ab,
Da sind die denn, die werden so vermehrungsfreudig und ich möchte nicht dazu beitragen, dass die da in unseren Flüssen oder Seen ausgesetzt werden und dann unsere einheimische Art verdrängen. Na, also deswegen halte ich mich da immer ein bisschen zurück bei der Abgabe. Da muss ich mir hundertprozentig sicher sein, den Menschen, wie ich ihn einschätze oder vielleicht so noch kenne, dass der effektiv ja nicht die Tiere später mal aussetzt oder die eine Toilette sammelt. Ja, dann möchte ich mich verabschieden mit den Bildern hier, von den Kleinen hier. Den Kleinen ist so ja noch ein Weibchen, glaube ich. Aber der ist jetzt auch, oh, ich glaube, die ersten müssen bei mir jetzt 4, 5, 6 Jahre alt sein. Aber Lebenserwartung, so in meiner Erfahrung, sind 3, 4 Jahre. Kommt immer drauf an, ich halte es jetzt den ersten Winter kalt hier. Und mal schauen, wie sich das denn halt verändert. Hier sehen wir noch zum Beispiel bei so ein Klein. Schön sehen sie ja aus. Also, ich will aber das Becken, Entschuldigung, Becken hatte ich euch ja mal gezeigt, wie ich das umgestaltet habe. Pflanzen wachsen hier nicht drin, die nehmen alle, die fressen alles ab, was das gibt. Also, ich habe es probiert. Aber trotzdem, es ist interessant, sich die Tiere anzuschauen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man dann so ein Wohnzimmer, so ein Becken hat, lass es mal so eine schöne Größe haben von 200, also 2 Meter Becken und da habt ihr so eine Steinaufbauten drin, denn die Krebse, schöne Wasser, leichte Wasserströmung, ganz tolle mögen sie auch nicht, dass es von der Optik her schon super aussieht. Ne? Und ihr habt halt keinen Kopf mit Wasserpflanzen, braucht euch da also keine Sorgen machen. Ne? Ja, um nochmal auf den Punkt zu kommen, werde mich verabschieden. Das war mal wieder ein Video, was nicht geplant war. Aber ich habe gesagt, mein Zweck, nehme euch mal wieder mit. Wie immer, was ich hier so mache, ist auch mein Ziel bei mir. Und das Blaue, das passt ja jetzt auch so gesagt für mein Zandmehl immer mit der Blaue ein bisschen drin. Blaue soll ja eine Farbe sein, die beruhigt. Und vielleicht ist es doch so. Also ich finde es so, ja, nicht so schlecht, aber man ist immer viel zu faul, die ranzumachen, wa? Haben wir jetzt schon mal die ersten Nachzuchten von Pflanzen, aber sind hier halt, die spielen mal auch eine Rolle denn im Gewächshaus, wenn man sie da reinsetzt mit Wurzeln, vielleicht auch ein Becken, um die Nährstoffe da rauszuholen. Aber da weiß ich mir noch nicht hundertprozentig, wie ich es mache oder ob ich sie überhaupt mache. Denn ich habe ja oben noch etliche Pflanzen schon mal vorgezogen, wie hier. Hier sehen wir auch eine Rankepflanze. Ich will mich jetzt mit dem Namen nicht hundertprozentig festlegen, um euch da nicht weiter was zu sagen. Und die werden wir dann auch noch unten draußen hin reinsetzen. Aber wir kommen gleich zu den Knollen, die ich geholt habe. Denn da ist es mir jetzt wichtig, dass wir da so langsam vor Potten kommen. Aber heute haben wir so einen kleinen Regentag wieder. Aber es soll ab nächste Woche ja schöner werden, das Wetter. Und da werden wir weitersehen. Ne? Ja, und weiter hier habe ich noch nicht so viel gemacht. Habe ich jetzt so wieder ein paar Wurzeln. Ein bisschen vorgewässert. Ihr seht selber. Und dann, die muss ich noch bearbeiten. Die habe ich groß gemacht. Die kommen hier rein. Hier kommen die ersten Wasserpflanzen schon hoch. Und hier in diesem Bereich wird das noch schön gemacht, alle die Tage. Und dann werden wir nach und nach weitersehen hier mit unserem Mini-Teich oder auch Outdoor-Aquaristik genannt. Ne? Dann sehen wir ja hier, das hat mir auch noch gefunden, einen richtig schönen Ast oder Astbaumstamm. Den können wir dann für die Aquaristik verwenden. Ich finde hier so schön die Maserung drin. Der muss natürlich jetzt noch ein bisschen gewässert werden. Dementsprechend, dass er nicht unbedingt ausschwimmt. Hier haben wir so ein bisschen Rotte schon drin. Entweder flamme ich ihn einmal noch ab. Kurz. Muss ich aber sehen. Aber so wie ich schon sehe, ist das Holz schon sehr getrocknet. Und da kann es schon sein mit dem Abflammen, dass ich da nicht mehr so viel erreiche. Ja, denn unter anderem noch für das andere Projekt. Dann starte ich ja nochmal ein Aquariumprojekt, was ich schon mal hatte in der Art. Aber ich werde noch nicht weiter starten. Dafür habe ich dann die ersten Steine hier gesammelt.
Und da spielt es eigentlich keine Rolle ab, ob sie nur ein bisschen was abgeben an Kalk oder nicht. Habe mich bezogen hier so ein bisschen auf den rötlichen Ton, was ich so gefunden habe. Das Schöne ist ja immer so an der Küste, wenn man Steine sammelt, dass die schon so ein bisschen durch das Wasser geformt sind. Also nicht so eckig sind wie hier der Feuerstein. Weiß ich nicht, ob ich den mitverwende oder nicht. Weiß auch nicht, ob der jetzt irgendwelche Stoffe am Wasser abgeben kann. Damit habe ich noch keine Erfahrung. Aber eigentlich habe ich gedacht, ich habe mehr gesammelt. Wie das so manchmal ist. Aber ist egal. Ist ja, es wird ja auch kein großes Becken werden, wo ich sie verwende. Aber wir werden uns das dann anschauen nachher, wenn das soweit ist. Ne? Ja, ich darf auch nicht füllen. Neuer Schuh gekauft. Und jetzt das Wochenende, das heißt, ich werde noch ein bisschen abspannen. Hier genauso wie der kleine Kerl hier. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da und natürlich den neuen Kanal, würde mich über ein Abo tierisch freuen. Ciao.